Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und heute darf ich wieder begrüßen Herrn Privatdozenten Dr. Henning Steen. Er ist leitender Oberarzt der bildgebenden künstlichen Intelligenz in der Kardiologie, Chefarzt oder Chefkardiologe von Medneo, einer Herz-MRT-Organisation, und dort reist er umher innerhalb Deutschlands und auch bis in die Schweiz und wertet dort Herz-MRTs aus und kann darüber als ausgewiesener Experte über die Myokarditiden, also Herzmuskelentzündung, und Perimyokarditiden, also deren Ummantelung, im Zusammenhang jeglicher Ursache Auskunft geben. Aber heute geht es ganz speziell um die Bedeutung bei der Corona-Infektion und natürlich auch bei der Covid-19-Impfung. Herr Privatdozent Dr. Steen, vielen Dank, dass Sie Zeit für unsere Zuhörer und für mich haben und für dieses nach wie vor sehr wichtige Thema, denn die Herzmuskelentzündung ist ja auf der einen Seite sehr unauffällig. Wir haben ja schon mal eine Erklärung von Ihnen gesehen, wo jemand nur noch 10% Restleistung hatte, stehenden Fußes in die Praxis kam und am Ende ja sogar ein neues Herz bekam, eine Transplantation erhalten hat. Und demzufolge sind diese vielen Herzmuskelentzündungen, die beschrieben werden, oder jetzt sagt man ja auch wieder aspirieren, weil wenn ein bisschen von dem Spike-Protein, was übrigens ja auch in der Packungsbeilage von dem Produkt steht, in die Blutbahn gerät, dann treten diese Perimyokarditiden auf, wie man jetzt im Tierversuch nachgewiesen hat. Sie kennen es am Menschen. Ich bin gespannt, was Sie uns an Fällen vorbereitet haben und natürlich stelle ich zwischendurch meine Fragen. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Sicherlich in der Tat ein sehr, sehr spannendes Thema, von dem Sie sicherlich auch in der Presse gelesen haben. Nach einer Impfung zum Beispiel Patienten, denen es dann gar nicht gut ging, die Herzrhythmusstörungen hatten, die Schmerzen in der Brust hatten, aber auch eben nach einer ganz normalen Infektion durch Corona, wissen wir heute, dass auch Corona selber am Herzen eben Entzündungen machen kann, den Herzbeutel betreffen kann, die Herzzellen betreffen kann, es zu Untergang kommt. Und immer wenn am Untergang Herzmuskelzellen, wenn das der Fall ist, dann haben wir eine Nekrose, also einen Zelltod. Und der wird diese Zellen, die dort absterben, werden ihn ersetzt durch fibröses Gewebe, also Bindegewebe, kollagenes Bindegewebe. Müssen Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie sich im Finger schneiden, da haben Sie dann auch eine Narbe. Und diese Narben, die kann man eben dann auch am Herzen erkennen. Das können wir mit MRT. Die Narben müssen Sie sich nicht so vorstellen wie große Herzinfarktnarben, wo sehr viel Gewebe kaputt geht, sondern häufig sind die sehr dezent an einer ganz bestimmten Stelle, umgeben meistens dann von einer Schwellung. Und diese Narben und diese Schwellung, die können wir eben im MRT sehen. Die können wir messen, das können wir einmal mit Kontrastmittel machen, das sogenannte Late Enhancement. Da geht Kontrastmittel leicht verstärkt in diese Narbenareale hinein, bleibt dort einige Minuten und geht dann wieder aus dem Körper raus. Und diese Zeit können wir nutzen, um diese Anwesenheit von Kontrastmittel eben zu messen mit speziellen MRT-Sequenzen. Das ist die eine Variante. Die andere ist tatsächlich, dass wir dafür teils auch kein Kontrastmittel benötigen. Das ist dann die Variante Mapping, also T1 und T2 sind zwei Techniken, die wir verwenden können. Dieses T1-Mapping zeigt uns eben Fibrosen, also eher so einen chronischeren Zustand. T2 zeigt den akuten Zustand. Und wenn nun diese beiden, also T1 und T2-Zeiten, eben verlängert sind, ist es per Definition eigentlich eine Myokarditis, wenn die Klinik passt. Was haben Sie für eine Klinik eben? Sehr häufig kann es eben zu Herzrhythmusstörungen kommen. Es ist auch mal teilweise eine Müdigkeit da, eine Abgeschlagenheit da. Es kann auch fast sich anfühlen wie in einem Infarkt. Also da sehe ich ein strahlender Schmerz in dem linken Arm, auch in den Unterkiefer oder in den Bauchbereich. Nur dass das eben häufig chronisch ist, also die ganze Zeit irgendwo stattfindet. Man fühlt sich insgesamt nicht wohl. Man meidet auch körperliche Aktivität, ist dann schon ein Zustand, der sich je nach Patient auch sehr dramatisch anfühlen kann.
Und kombiniert eben dann mit der Herzbeutel. Also das ist die Struktur, die das Herz so ein bisschen einbindet, damit es nicht rumrutscht im oberen Thoraxbereich. Also dieser Herzbeutel, wenn der zusätzlich mitentzündet ist, dann habe ich auch tatsächlich einen atemabhängigen Schmerz. Das heißt, wenn ich tief ein- ausatme, dann wird dieser Beutel eben teils gedehnt und dieses Dehnen verursacht Schmerzen. Und das kann zum Beispiel auch so der Fall sein, wenn Sie sich auf die linke Seite drehen und jetzt also praktisch die Körpergewicht so auf diesen Herzbereich als Beutel drauf tut, dann gibt es eben diese Symptome, dieser Schmerz, der dann stattfindet. Und das haben wir gar nicht selten eben bei Corona-Infekten an sich oder eben halt auch nach Impfung. Bei diesen Impfungen und auch bei dem Corona-Infekt für unsere Zuschauer noch mal kurz die Pathogenese, wie das überhaupt passiert. Also es ist ja so, dass bei der Infektion also die Viren ja in die verschiedenen Gewebe eindringen, unter anderem eben auch ins Herz, also in die Herzmuskulatur. Und wenn die T-Zell-Immunität anspringt und dann erkennt, dass sich in diesen Zellen Viren vermehren, dann müssen diese Zellen sterben. Und wenn die Impfung, Vektorimpfstoff oder mRNA-Impfstoff, eben auch in die Herzmuskeln gehen, sie können also in jede Körperzelle gehen, so ist dieser Impfstoff konzipiert, und müssen ja dann in diesen Zellen sozusagen auch gebildet werden, an deren Oberfläche auch exprimiert werden. Auch dann nehmen die T-Zellen wahr, dass das so ist. Und die Lehrmeinung ist ja, dass man 2-3 Mal geimpft werden muss, damit diese T-Zell-Immunität auch mit nachhaltiger Effektivität gegen das Spike-Protein entwickelt wird. Und das deutet vielleicht auch darauf hin, warum nach der zweiten Impfung häufiger solche Dinge auftreten als nach der ersten. Und auch in diesem Fall müssen dann die Zellen eben sterben und können dann diese kleinen Ödeme und punktuellen Nekrosen, also Zelltoteffekte haben. Und ob es unabhängig von erster und zweiter jetzt nur von der Ausprägung der T-Zell-Immunität abhängt oder ob einfach ein Schaden, der sich nebeneinander darstellt, erweitert, müsste man vielleicht im MRT sehen. Genau, also wenn Sie tatsächlich Nekrosen haben, also Untergang von Zellgewebe, dann entwickelt sich eigentlich zwangsläufig eine Narbe. Wenn Sie allerdings, sagen wir mal, Schwellung und Ödem haben, ich bin mir gar nicht sicher, was das eigentlich ganz genau ist, wenn zum Beispiel die Immunreaktion dort stattfindet, ob es immer die Nekrose ist oder ob es nicht einfach auch eine Ödem, eine Schwellung ist, dann sehen Sie das in dieser T2-Richtung. Für mich ein ganz wesentlicher Parameter ist das hochsensitive Troponin. Also es gibt, daran ergänze ich schon, es gibt das normale Troponin. Und es gibt das Hochsensitive und da sind wir wirklich im Pikogrammbereich. Das heißt, da sieht man wirklich anhand des Messwertes, ob einige Zellen kaputt gehen. Es gibt so eine Art Grundrauschen, also so einen Grundwert. Wenn man unter diesem Grund, dieser Grundschwelle bleibt, das ist sozusagen normal. Aber wenn man in einem Bereich ist, wo dieser Wert leicht ansteigt oder auch stärker ansteigt, dann kann das eben der Hinweis sein oder ist der Hinweis, dass dort Herzmuskelzellen zugrunde gehen. Dieses Troponin gibt es nur in Herzmuskelzellen. Das heißt also, das ist jetzt egal, ob Sie Sport gemacht haben oder nicht. Sie sehen also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und für mich ist ganz wesentlich, dass wir nicht nur ein MRT-Bild machen, sondern muss eigentlich auch immer das Troponin eine Rolle spielen, weil wir da ganz verlässlich sagen können, okay, es gehen Zellen kaputt oder es ist, sagen wir mal, schon abgeheilt und es ist nur noch ein Ödem da, was ich sehen kann. Also Akuität ist tatsächlich Troponin, also assoziiert. Aber das ist ja etwas, was der Erstkontakt der Arzt ja sofort abnehmen kann mit einem Serumwert und schickt das in sein Labor ein oder hat ein Point of Care und dann wartet der Patient eben darauf, das ist ja ein Wert, der in absehbarer Zeit auch fertig ist. Und selbst wenn man zu einer Impfung sich bereit erklärt mit Vektor oder mRNA, kann man ja auch einen Basiswert erheben und sagen, so bin ich jetzt vor der Impfung und wenn ich dann hinterher Symptome entwickle und ich gehe zur Kontrolle, dann kann ich sagen, vorher war es aber anders und so habe ich einen genauen Vergleich, wo kommt es denn jetzt eigentlich her? Und hätte das Grundrauschen auch validiert. Ganz genau. Und das ist für mich auch immer ein wichtiger Faktor. Eine ganz, ganz wesentliche Frage von Patienten ist immer, die jetzt zum Beispiel eine solche Situation hinter sich haben, nach einer solchen Impfung, es geht ihnen nicht besonders gut, wir machen eine MR und sehen eben diese Veränderungen. Wann kann ich wieder Sport machen? Wann darf ich wieder meine normalen Aktivitäten nachgehen? Da ist für mich das hochsensitive Troponin etwas, wo ich sagen kann, wenn das wieder ganz normal ist, wenn das wieder im Grundrauschen sozusagen ist, dann
bin ich mir relativ sicher, dass sozusagen dieser abbauende Nekroseprozess auch zur Ruhe gekommen ist, dass ich noch ein Ödem sehe und das tue ich. Also das Ödem hinkt nach. Wenn ich zum Beispiel Kontrastmittel gebe und derjenige hatte eine Perimyokarditis, also Herzbeutel und Herzmuskel sind betroffen, dann sehe ich die Perimyokarditis häufig Monate später noch darin, dadurch, dass man verstärktes Signal im Herzbeutel hat. Ja? Da ist die Entzündung vielleicht in Anführungsstrichen schon mehr oder weniger nicht mehr messbar und ich sehe es trotzdem. Wie so ein Fingerabdruck, den man manchmal hat, bei Patienten, die sagen, ja, vor 4, 5 Monaten hatte ich mal eine Phase, wenn sie danach fragen, anamnestisch, haben sie dort eine Impfung gehabt oder hatten sie dort einen Infekt, Corona, also ja, habe ich gehabt, das kommt dann ganz häufig und kann man dann sehr schön eigentlich assoziieren. Also mit dem MRT haben wir die Möglichkeit, auch ein bisschen zu forschen. Das heißt, eine Myokarditis, die sie vor 2 Jahren zum Beispiel gehabt haben, lässt in vielen Fällen auch einen Fingerabdruck, tatsächlich eine Narbe. Diese Narbe können Sie messen und mit dem T2-Mapping, also dem Ödem-Mapping, da können Sie sagen, wie akut ist das Ganze und wenn das normal ist, das T2-Mapping, die Marker normal sind, das Troponin, dann muss man sagen, das ist abgeheilt, aber es hat mal stattgefunden. Diese Narben, die auch nach einer Herzmuskelentzündung bleiben, sind eben auch prognoserelevant. Man weiß heute, dass die Patienten, die eine Herzmuskelentzündung durchlebt haben, die diese Narben haben nach dieser Infektion, deutlich häufiger Herzrhythmusstörungen bekommen und auch tödliche Herzrhythmusstörungen. Da gibt es Arbeiten aus Stuttgart, die wirklich auch eindeutig belegen können, dass es gewisse Muster gibt im Late Enhancement. Also in diesen Kontrastmittelmustern, die Prognose relevant sind. Das heißt also, wo Patienten auch Rhythmusstörungen kriegen können, die fatal sein können. Aber das würde ja jetzt bedeuten, also wir haben ja einen deutlichen Anstieg von plötzlichen Herztoden im Sport. Wir haben ja in dem Beipackzettel mindestens eine Woche keinen Sport. Wenn ich mich richtig erinnere, im RKI gibt es seit ein paar Wochen den Hinweis, dass man 3 Wochen keinen Sport machen soll nach der Impfung. Wenn man jetzt ein ambitionierter Amateursportler ist, dann 3 Wochen, dann in 6 Wochen die Auffrischung und dann nach so und so vielen Monaten, also 3 wird ja schon diskutiert oder dann eben 6, eben erneute, ist natürlich für einen Profisportler nahezu undenkbar, für einen Amateursportler nahezu auch, sich da zu trainieren und auch auf den Wettkampf vorzubereiten. Wäre dann ja auch unter dem Aspekt für diese Menschen ganz spannend, dass sie dann ein Grundrauschen hochsensitiven Wert haben, dass sie dann einen in das Training vorsichtig reingehenden Verlaufsparameter machen, was ist eine Stunde nach dem Training gegenüber vor dem Training und dass man im Zweifel eben auch so ein MRT macht, wenn man dann wirklich im Leistungssport ist, um eine vernünftige Risikoabschätzung zu machen, denn das Leben vor dem Tode gibt es ja nur einmal. Absolut richtig. Wir haben, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich misst, ja, dass man wirklich sagt, okay, wie ist der Ausgangswert, wie ist dieser Wert zum Beispiel nach einer Impfung oder zum Beispiel nach einem Corona-Infekt, denn Troponin an sich, allein das Vorhandensein eines erhöhten Troponinspiegels ist prognoserelevant. Wir wissen, die Patienten, wo ganz wenig Troponin auch freigesetzt wird, haben eine ungleich bessere Prognose als die, wo sehr viel Troponin freigesetzt wurde. Das ist logisch, dann gehen natürlich viele Zellen kaputt. Wir haben viel Narbe und das Hauptproblem der Prognose oder das Hauptproblem, was die Patienten haben, ist die Differenz zwischen der Narbe, das ist Bindegewebe, leitet keinen Strom oder schlecht Strom und Herzmuskelzelle leitet hervorragend Strom. Das heißt, wir haben ein Isolationsproblem. Das heißt also, wir haben viele Möglichkeiten, dass Strom eben in Anführungsstrichen falsch oder auch bösartig Wirbel erzeugt, die dann Herzrhythmusstörungen machen. Die können auch tödlich sein, selten, aber das ist so. Wir haben früher, muss man auch sagen, die Myokarditis ein bisschen unterschätzt und gesagt, wir wissen nicht so ganz genau, wie wir es messen sollen. Es gab ein bisschen EKG-Veränderungen, es gab ein bisschen Perikarderguss, aber auch nicht immer. Es gab dann die Klinik des Patienten.
Heute, wenn wir mit den MRT-Prognosedaten erheben, wenn wir mit Troponin-Prognosedaten erheben, dann sehen wir, dass sehr wohl auch Menschen, auch junge Menschen nach Herzmuskelentzündung Herzrhythmusstörungen bekommen, die dann auch tödlich enden können. Also da muss man klar sagen, es ist wichtig, es ist nicht nice to have, auch ein MRT zu machen, sondern wir wollen wirklich verstehen, wie viel Narbe hat das Herz, wo sind diese Narben, wie ausgeprägt sind diese Narben, um das Risiko besser prädizieren zu können. Gibt es denn entsprechende Risikofaktoren, die man für die Betreffenden gefunden hat? Ja, die gibt es auf der einen Seite. Also je kränker jemand vorher war, also kardiovaskulär, desto stärker ist auch das Risiko. Also wir haben selber in Heidelberg eine Studie gemacht, da kam so Hypertonus, Adipositas, Diabetes, das waren so Risikofaktoren. Aber wichtiger ist, glaube ich, die Aussage, dass das Risiko nie null ist. Also wenn Sie einen Infekt haben oder wenn Sie auch eine Myokarditis nach einer Impfung haben, auch da können sehr wohl trainierte Athleten oder sonst auch Gesunde auch eine Rhythmusstörung haben oder auch eben eine schlechte Rhythmus oder schlechte Prognose haben. Also dieses, was man so zu Anfang der Pandemie auch sagte, es gibt da Risikofaktoren, es gibt, wenn man die nicht hat, dann hat man kein Problem. Das ist so nicht richtig, gibt es auch neuere Daten, auch sehr hochpublizierte Daten, wo man klar sagen muss, auch bei den ganz Gesunden gibt es Risiken nach einer Infektion. Gibt es auch irgendwelche Zusammenhänge zu einer Mikronährstoffversorgung, Carnitin, CoQ10, Magnesium, Kalium, Zink, Selen? Das wäre tatsächlich dann Ihr Gebiet, ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass je besser dieser Mikronährstoffhaushalt natürlich eingestellt ist, desto weniger Probleme wird auch eine Infektion haben. Denn wenn wir natürlich eine hervorragende Immunität haben oder wenn wir dafür sorgen, dass das Environment des Körpers natürlich gut aufgestellt ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Verläufe deutlich milder werden. Aber das, ich wüsste jetzt nicht, dass es dazu breit angelegte Studien gibt, wo man das einfach auch darstellt. Aber da bin ich auch ein bisschen überfragt. Gibt es denn andererseits MRT-Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, was ist nach erster, zweiter, dritter Impfung oder was ist nach Infektion plus Impfung oder so bezüglich des Herzens? Das verwundert tatsächlich etwas, diese breit angelegten klar wissenschaftlichen Studien, wo man Gruppen bildet, wo man systematisch mit modernsten Verfahren, ich sage auch mal bundesweit jetzt, wenn wir jetzt mal an Deutschland denken, gibt es nicht. Also es gibt immer wieder Studien, wo Universitäten oder wo Kollegen sagen, ich messe jetzt mal nach dem Impfstoff oder was passiert eigentlich mit den Patienten nach 3 Monaten, die Covid haben oder wie viele Long-Covid-Patienten hatten denn eine Myokarditis und so weiter. Aber sage ich mal, eine prospektive Studie mag sein, dass sie in der Planung ist und das dauert sicherlich auch immer lange, wenn man sowas dann national aufsetzen möchte. Aber da fehlt mir zumindest eine Systematik, wo ich sagen kann, okay, ich gucke mir jetzt mal 5.000 Patienten an, vor Impfung, einen Monat nach Impfung, wie Sie schon geschildert haben, und dann schaue ich mal mit modernsten Verfahren, wie sind denn exakt eigentlich die Nebenwirkungen, um auch eine bessere Risikoabschätzung zu machen. Viele Menschen haben ja einfach Angst vor einem sehr innovativen Impfstoff, sagen wir mal, nennen wir ihn innovativ. Da muss man, glaube ich, in der Bringeschuld sein und exakte Daten liefern. Und das kann man eigentlich nur, indem man sehr exakt auch die Ziele formuliert und auch die Protokolle aufsetzt, um dann wirklich zu sagen, das ist dein Risiko mit Covid, das ist dein Risiko mit Impfstoff. Und dann kannst du immer noch entscheiden, sagen wir mal, welche Richtung du gehen möchtest, ob du das Gesamt verweigerst oder ob du sagst, okay, das ist ein Risiko, das kann ich eingehen, weil ich einfach valide Daten habe. Was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja, wenn ich mich dreimal mit diesem Impfstoff impfen lasse, dann habe ich dreimal das Risiko einer Myokarditis mit gegebenenfalls zunehmender Häufigkeit und ich bin nicht, habe ja keine sterile Immunität, bin nicht vor einer Infektion geschützt, kriege also bei der Infektion sozusagen nochmal das Risiko einer Myokarditis drauf und das ist ja offensichtlich nicht nur Risikofaktor geschuldet, sondern eben kann jeden treffen. Aber wie hoch ist das Risiko denn überhaupt? Da gibt es ja unterschiedlichste Studien zu. Was kann man denn eigentlich valide oder einigermaßen belastbar sagen?
Ja, ist in der Tat auch ein großes Problem, wenn Sie international gucken. Es gibt eine Studie aus Frankfurt, die hat letztes Jahr im Frühjahr sehr große Furoren gemacht. Die haben einfach bei Post-Covid-Patienten, so ein bisschen heterogen, 100 Menschen, eben, ich glaube, ungefähr 70 Tage nach, median nach Infekt, geschaut, was sehe ich eigentlich im MRT? Und da waren eben zu dem Zeitpunkt über 70%, also 78% hatten Auffälligkeiten in diesem Mapping. Das ist extrem hoch. Und die Daten werden auch, glaube ich, jetzt gerade nach einem Jahr Follow-up, glaube ich, wird geguckt, wie ist das eigentlich, wie entwickelt sich das. Also man sieht sehr wohl, dass mit modernen medizinischen MRT-Verfahren klar ersichtlich ist, dass die Covid-Infektion sehr, sehr stark sogar am Herzen eine Wirkung erzeugt. Aber man weiß aktuell, weil die Datenlage noch zu dünn ist und auch die Prognose, die Zeit zu knapp ist bis jetzt, was heißt das eigentlich? Andere Daten aus den USA zeigen zum Beispiel, ja, diese T1 und T2-Werte sind verstärkt und erhöht. Also man sieht einen Effekt des Virus im Bereich des Herzens, aber nach 8 bis 12 Wochen sieht man das nur noch ganz marginal. Und da ist auch kein Late Enhancement. Aber da muss man wiederum sehr kritisch sein und sagen, naja, wie genau ist denn gemessen worden? Was sind denn das für Messverfahren? Also es ist noch nicht so sauber, dass wir sagen können, okay, was kommt denn tatsächlich raus? Der Punkt ist, ich glaube, Sie müssen sehr, sehr, sehr genau nach den Kriterien messen, Troponin, MRT und dann auch Klinik. Wenn Sie irgendwas davon nicht nehmen, dann werden Sie verzerrte Daten bekommen. Und da, in diesem Zustand sind wir leider aktuell, beziehungsweise werden wir diesen Jahr vielleicht dann nicht mehr sein, weil dann die Daten so da sind, dass wir mit modernen Verfahren es gemacht haben. Aber es ist eine Bredouille und daraus entsteht natürlich auch eine Unsicherheit. Agonistische Autoantikörper gegen Genprotein gekoppelte Rezeptoren sind mit der Herzschwäche stark vergesellschaftet und auch mit der Myokarditis. Sehen Sie Zusammenhänge? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Wenn Sie so in die Literatur reingehen, dann haben Sie dieses Thema dieser agonistischen Autoantikörper ja schon relativ lange. Das gibt es bei vielen Erkrankungen, wo man immer wieder guckt, aber auch bei Covid, bei Post-Covid-Patienten, also Patienten, die ein langes Nachhallen sozusagen dieser Infektion haben, sehen wir, ich glaube, über 90% eine Erhöhung dieser agonistischen Autoantikörper. Also sehr, sehr viele Patienten haben das. Und wenn ich jetzt meinen pathophysiologischen Mechanismus, wenn ich das richtig erinnere, ist es eben das Endothel, was aktiviert wird, sag ich mal. Und das ist etwas, immer wenn Endothel aktiviert wird, kann das auch zu einer Durchblutungsstörung führen. Nicht der Durchblutungsstörung, die wir jetzt aus dem, ja, vielleicht aus der Kardiologie kennen, der Herzinfarkt, das kann es auch geben, aber wenn kleine Gefäße, wenn das in die Innenhaut dieser Kleinstgefäße, wenn die anschwillt, eine sogenannte Endotheliitis, also die Innenhaut anschwellen oder in Entzündung, dann können Sie sich vorstellen, es ist einfach eine Röhre, wo der Durchmesser dieser Röhre einfach enger wird durch Anschwellen dieser Innenhaut. Bedeutet, dass wir einfach weniger Durchblutung gerade der Innenhaut des Herzmuskels haben. Also das führt dann eben zu Schmerzen, die tatsächlich wie Angina pectoris anmuten. Ich habe viele Patienten, die ich letzten Wochen und Monaten gesehen habe, die genau das beschreiben, aber die sind Patienten mit diesen 35 Jahren und haben gar keine Risikofaktoren für einen Herzinfarkt. Die beschreiben aber relativ glaubhaft eine Angina pectoris. Und das, glaube ich, kann sehr wohl einmal durch Mikrothromben passieren. Das ist sicherlich eine Variante. Oder aber auch diese agonistischen Autoantikörper, die dazu führen, dass wir so ein ganzes Small Vessel Disease haben, Kleinstgefäßerkrankung. Im MRT, wenn Sie diese Patienten stressen, das ist auch von der Leitlinienkommission der KBMRT Society auch so vorgegeben, dann sehen Sie verstärkt Innenschicht Durchblutungsstörung. Das heißt also, im MRT haben wir eine Chance, das zu sehen. Innenschicht sozusagen des Herzens, da kommt das Kontrastmittel, kommt von außen nach innen verspätet an. Und da gibt es so einen schwarzen Saum, kann ich vielleicht nachher auch nochmal zeigen. Dann kann man eben sehen, dass das eine Innenschicht-Durchblutungsstörung ist und die macht genau die Symptome, die, sagen wir mal, beim klassischen
Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung, mit einem Plak und dadurch Blutungsstörung. Sehr, sehr spannendes Thema, wo man ja auch versucht und auch versuchen könnte, diese agonistischen Autoantikörper eben herauszufiltern. Also das wäre ja gerade bei dem Endothel, gibt es ja das ET1 agonistische Autoantikörper, also gerade aufs Endothelin gehend. Das wäre dann ja klassisch. Andererseits sind die anderen, die ja auch am Gefäßtonus arbeiten, über Beta-1, Beta-2 und Alpha-Antagonisten, ja beteiligt auch Satan, also AT1, ne, haben da ja eine Bedeutung und gehen wir ja normalerweise auch mit Medikamenten entsprechend gegen an. Andererseits ist natürlich so eine Mikrodurchblutung, eine Endotheliitis, dann ja nicht unbedingt im CRP sichtbar, vielleicht aber teilweise auch in einer Veränderung der D-Dimere bei sauberem Messverfahren. Und die Spike-Proteine selber können ja sowohl bei der Infektion als auch bei der Impfung auch das Endothel betreffen und können auch dort eben abgelesen werden und können auch dort an der Oberfläche das Spike-Protein präsentieren und dann eben auch dort die Thrombozyten anziehen und dort eben dann auch die Thrombose einleiten. Und andererseits ist es so, dass ja also Messungen zu Exosomen ja nicht etwa nach 4 Tagen ist alles vorbei, sondern auch noch nach 8 Wochen und auch nach Studienlage nach 4 Monaten noch gefunden werden, sodass sich also darüber auch erklärt, warum manche Patienten eben durchaus eine deutlich längere Problematik haben, anders als es im Beipackzettel steht, wo ja drin steht, dass nach 4 Tagen, und wenn man Google aufruft, auf den ersten 3, 4 Seiten wird man auch nichts anderes gewahr, eben nach 4 Tagen weg sein soll. Dafür gibt es ja auch schon Studiendaten, die längere Zeiten dokumentieren, also nicht nur für die Impfung, sicherlich auch für die Infektion. Ich habe immer einen Patienten mitgemacht, tatsächlich, und der hat also eine reguläre, normale, in Anführungsstrichen, Myokarditis. Das heißt also, sie haben hier die linke Kammer, wo meine Maus lang fährt. Und das ist die rechte Kammer hier, ein bisschen von der Form, ein bisschen anders. Und Sie sehen, dass dieser Herzmuskel eigentlich dunkel ist. Und dieser Bereich hier, der von außen nach innen geht, dieser weiße Bereich, dieser sichelförmige Bereich, das ist der Bereich, wenn ich Kontrastmittel gebe, dann zeigt sich der also weiß an. Sollte normalerweise schwarz sein, ist aber weiß. Das ist das eine Phänomen, was man sehen kann. Und wenn Sie hier unten mal schauen, das ist der Grenzbereich zwischen Herzmuskel und Leber. Und da ist ein bisschen Grenzgewebe und teils Perikard. Auch das scheint stärker hell zu sein, also auch verstärkt Kontrastmittel aufzunehmen. Wenn man hier so ein bisschen durchblättert, sieht man 1 Zentimeter zurück, 1 Zentimeter vor und irgendwann ist es dann ganz schwarz und ganz normal. Das heißt, also dieser Effektbereich hier, der zeigt uns eben klar und eindeutig, hier handelt es sich um eine klassische Herzmuskelentzündung. Und dann kann ich eben zum Beispiel im ganz normalen, konventionellen, habe ich jetzt mal mitgebracht bei diesen Patienten, T2-Darstellung, Ödem-Darstellung, da kann ich sehen, in diesem Bereich leuchtet es auch hier hell auf. Also das ist mal ein Patient mit einer klassischen Myokarditis-Form. Gut, und wenn man jetzt dann hier sich diesen Vierkammerblick anguckt, hier ist für die linke Kammer, hier ist die rechte Kammer, und zwar jetzt von unten betrachtet, dann sieht man hier von außen so nach innen ragende, ja, wie so kleine Zahnreihen, sind so Zähnchen. Und das ist eben dieser Herzmuskeluntergang, der jetzt durch Fibrose Gewebe ersetzt worden ist. Das können Sie wunderbar erkennen hier. Und da geht das Kontrastmittel eben verstärkt hinein. Und wir sehen dann dieses leichte Aufleuchten bei diesen Patienten mit Myokarditis. Das war mal so ein Beispiel für die klassische Myokarditis. Wir haben gerade heute einen Patienten gehabt, der tatsächlich über lageabhängige Schmerzen klagte, hatte vor 6 Wochen seine Drittimpfung. Und wenn Sie da einmal schauen, genau, das ist jetzt ein sogenannter Vierkammerblick. Und was man hier in diesem Vierkammerblick sieht, also hier wäre die linke Kammer. Und was man hier außen als weißen Saum erkennen kann, das ist das Kontrastmittel, was eben Nachgabe des Kontrastmittels hier einwandert für einige Minuten und dann uns klar zeigt, okay, hier ist eine Reizung des Herzbeutels, also eine Perikarditis vorhanden. Und das passte eben sehr gut und passt sehr gut mit seiner Klinik. Der Patient hat Herzrhythmusstörungen, hat verstärkte Extraschläge, hat eine seitenabhängige, einen Schmerz, der ist atemabhängig.
und hatte eben vor circa 6 Wochen hatte er seine Drittimpfung mit einem Impfstoff. Also in diesem Falle war es dann BioNTech. Das gibt es aber auch für Moderna. Ist eigentlich genau das, was wir eigentlich sehr häufig auch als Anamnese bei Patienten haben. Gut, das war also so ein Beispiel für eine Herzbeutelentzündung. Und wenn wir jetzt diese Patienten mit dem sogenannten Mapping messen, dann haben wir ein relativ buntes Bild. Und dieses bunte Bild zeigt uns die Zusammensetzung, die physikalische Zusammensetzung des Herzmuskels. Das ist abhängig von der vom Herzmuskel selber, vom Bindegewebe, aber auch von Ödem oder von Inflammation, also Zellen, die da eigentlich gar nicht hingehören und kräftig sozusagen am Ödem mit dran arbeiten. Und wenn Sie sich das hier drüben anschauen, diese Werte, dann sehen Sie, dass diese Werte deutlich erhöht sind. Normalwert wäre so etwa 1200 Millisekunden. Das ist also ein Zahlenwert, den können Sie für dieses Gerät erheben. Hier eine Patientin, die nach zweiter Impfung auch in diesem Fall einen mRNA-Impfstoff, auch deutliche Beschwerden hatte, Abgeschlagenheit hatte, Herzrhythmusstörung hatte, Müdigkeit hatte und wo wir dann diese Darstellung im MRT gemacht haben und man ganz klar und eindeutig sehen konnte, hier ist eine T1-Erhöhung und für T2 gilt das Gleiche. Auch hier sehen Sie, das Gerät sollte eigentlich bis 36 oder 37 und wir sind hier gesamt letztlich über dieser Threshold drüber, also über dieser Stufe drüber, wo man sagen konnte, ein T1 und T2-Erhöhung, die jetzt auch physikalisch richtig gut messbar ist. Das ist also jetzt nichts, wo wir sagen, könnte sein, sondern wir geben dem Ganzen Maß und Zahlen. Das können wir im MRT eben hervorragend machen. Wenn man sich den Herzmuskel einmal anschaut, dann würde man in dieser Darstellung, das ist jetzt eine szene Darstellung, würde man eigentlich gar nicht erkennen, dass das Herz ein Problem hat. Also das ist zum Beispiel eine ähnliche Darstellung, eine Punktdarstellung sehen Sie auch im Ultraschall. Ja, wollte ich gerade sagen, das würde man dann ja auch als normal bezeichnen. Keine Wandbewegungsstörung sichtbar, ne? Ganz genau, da würde man sagen, ist alles gut. Und das ist das Problem, dass wir Studien haben, die zum Beispiel Echokardiographie benutzen, aber gar nicht in den Muskel reingucken können. Das heißt also, eine Echo-Studie würde in diesem Fall sagen, gesunder Patient. Ja, wir verstehen nicht, was das Problem ist. Ein MRT würde sagen, T1 und T2-Mapping hochgradig auffällig. Die Patientin sollten wir wieder einstellen. Wir sollten Troponin messen. Wir sollten gucken, wie hoch diese Entzündung denn eigentlich ist. Und ist dieser Patient vielleicht nach 3 Monaten oder so gefährdet? Gibt es denn hier auch Voruntersuchungen wie eine 3D-Vektor-EKG-Untersuchung und so Troponin? Nein, bei dieser Patientin gab es das nicht. Die kam also zu uns und war eben schon an verschiedenen Stellen und sagte, mir geht es aber nicht gut, ich bin müde und ich komme auch die Treppe nicht hoch. Bei einer guten Pumpkraft, das ist ja ganz häufig so, dass die Patienten ja nicht deshalb die Treppe nicht hochkommen, weil die Pumpkraft schlecht ist, sondern weil sie einfach die Dreidimensionalität ihrer Wandbewegung, also der Strain, reduziert ist. So war es auch bei dieser Dame, wo wir das messen konnten, nicht besonders ausgeprägt, aber das reicht manchmal, wenn wir nur leichte Veränderungen haben im Bereich der Kontraktilität. Aber so würde man sagen, eigentlich völlig in Ordnung, alles gut, kein Erguss, prima, Patientin müsste eigentlich gesund sein. Aber das ist ja auch ein ganz wichtiges Symptom von Menschen, die ein bevorstehendes Vorhofflimmern oder intermittierendes Vorhofflimmern haben und die vielleicht gar nicht die Herzrhythmusstörung für sich wahrnehmen, aber plötzlich sagen, ich komme die Treppe nicht hoch, die Beine tun weh, das ist ganz anders. Und dann möglicherweise in dem Moment, wo sie zum Echo gehen, eben auch nichts zu sehen ist und ihnen ja fast der Vogel gezeigt wird, sie sind Psychiater, müssen sie woanders hingehen. Ja, meine Erfahrung ist, ich sehe relativ viele Patienten eben auch eben jetzt nach Covid-Infekt oder eben auch nach Impfung. Vielen wurde ein Antidepressivum verschrieben, weil man durch, sagen wir mal, konventionelle Methoden vielleicht nicht rausgefunden hat, was diese Patienten eigentlich haben. Und die Patienten sind nahezu erleichtert, wenn man ihnen sagt, ja, sie haben ein Ödem. Also Sie bilden sich das jetzt nicht ein. Lassen Sie uns da ein paar Monate nochmal nachgucken. Man gibt zum Beispiel eine milde Herzschwächetherapie. Jetzt könnte man sich überlegen, oder bei Patienten, die eine vermeintliche Rhythmusstörung haben oder Extraschläge merken, eine milde Beta-Blocker-Therapie,
Und wir können das halt eben quantifizieren. Wir können dann nach 3 oder 6 Monaten, je nachdem, wann der Patient wiederkommt, auch nochmal sagen, es ist besser geworden. Ich sehe es eben oder ich messe es eben nicht mehr. Und das halte ich auch für einen sehr wichtigen Aspekt, dem Patienten auch eine Sicherheit zu geben. Plus eben, wenn man jetzt sich hier noch, wenn man jetzt hier Kontrastmittel gibt, könnte man eben auch noch Narben vielleicht erkennen, die dann sagen, das ist aber ein ausgeprägter Befund oder das ist kein ausgeprägter Befund. In diesem Falle war es kein ausgeprägter Befund. Das heißt, selbst das Late Enhancement, diese Narbendarstellung des Kontrastmittels, war trügerisch. Und nur das Mapping konnte uns dann wiederum Aufschluss geben, dass tatsächlich der Herzmuskel nicht optimal funktioniert. Also auch da, selbst moderne Verfahren, man muss dann wirklich auch mehrere Dinge gleichzeitig und parallel messen, um dann zu einer Einschätzung zu kommen. Bedeutet aber auch, dass derjenige, der den Befund interpretiert, natürlich genau das auch auf dem Schirm haben muss und den sozusagen auch so vernetzt dann das betrachtet. Oder ist das Standard? Nein, das ist sicherlich kein Standard. Mapping wird noch viel zu wenig gemacht, meines Erachtens. Dreidimensionale Wandbewegungsanalyse, also Strain, so gut wie gar nicht, obwohl es teils in Leitlinien drinsteht. Wir haben natürlich mit dem MR, das ist der goldene Standard für Funktionsanalyse, für Volumenanalyse plus eben Gewebeanalyse, haben wir natürlich ein tolles Medium, wo wir, sagen wir mal, in 30 Minuten all diese Daten erheben können, plus eben bei vielen Patienten, das darf man nicht vergessen, viele Covid-Patienten haben auch Herzinfarkte erlitten, weil auch Hypothesen bestehen, dass der Plaque an sich, der bei vielen, sagen wir mal, mit Männern und Frauen des mittleren Lebensalters existiert, instabil werden kann. Und auch das sehen wir, beziehungsweise durch Stressmedikation können wir gucken, ob wir tatsächlich auch über die Small Vessel Disease hinaus vielleicht einen großen Perfusionsdefekt haben, also einen großen Durchblutungsdefekt haben, um zu sagen, hier ist vielleicht das Problem einer tatsächlich zusätzlichen koronaren Herzkrankheit. Also das ist immer wieder etwas, wo wir dann zusätzlich sehr viele weitere Diagnosen dann auch stellen können. Dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, unheimlich viele Dinge herausgearbeitet, die diejenigen, die davon betroffen sind, was sich wahrscheinlich wahnsinnig interessieren und diejenigen, die jeden Tag damit zu tun haben, vielleicht auch, also meine allgemeinen medizinischen Kollegen auf jeden Fall. Denn ich glaube, das kriegt man nicht an jeder Ecke geboten in diesem Zusammenhang und auch in dieser Darstellung. Und vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie hier in der Abendstunde geopfert haben, um dieses Wissen mit, ich sag mal, auch laienverständlich und in manchen Bereichen vielleicht auch ein bisschen kompliziert, das muss ich mir auch immer wieder sagen lassen, aber Wissen kommt halt von Wissen und von solch Bemühen um. Man kann nicht immer jedem gerecht werden, aber ich glaube, es ist eine Information, die wirklich vielen nutzt. Und vielen, vielen herzlichen Dank für diese offenen Worte aus Ihrer Erfahrung und freue mich auf vielleicht ein neues Interview, wenn es denn mal wieder an der Zeit ist. Und wir verlinken ja auch so ein paar andere Bilddarstellungen, die Sie ja schon mal zusammengestellt haben, um das Thema noch weiter zu untermauern. Einen schönen Abend. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Myokarditis, Perimyokarditis, wo kommt es her? Wie sieht es aus? Wie kann sie sich entwickeln? Was kann man sehen und wie spezialisiert muss es sein, damit man es sieht? Schauen Sie sich die Videos an, schauen Sie auch auf dem YouTube-Kanal in der Playlist, wo mehrere Interviews mit Privatdozent Dr. Steen sind. Und da können Sie sich in das Thema einarbeiten. Also bleiben Sie uns gewogen und bis demnächst einmal. Tschüss!